Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 15 Jahre Rebellion von Unantastbar in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch der Link zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 15 Jahre Rebellion von Unantastbar in der Vinyl Edition. Das Ganze erscheint am 30. August. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Und so sieht das aus. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrock. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufschneiden. Dann machen wir die Folie ab. Und dann schauen wir uns das an. Also, die Vinyl in Schwarz, Grau, Weiß und Gold gehalten. Hier in der Mitte lesen wir einmal den Bandnamen groß, unantastbar. Oben haben wir dann 15, der 15er hier mit so einem Lorbeerkranz, Jahre Rebellion, also das ist der Albumtitel. Und dann haben wir rundherum noch Berge, goldene Elemente, Ketten, Blitze, alles Mögliche hier. Also rein vom Albumcover sieht das hier sehr edel aus. Und hier unten haben wir dann auch noch eine Jahreszahl, und zwar einmal MM4, also das ist Latein für 2004. Und dann MMXEX, also 2019. Und genau da sind wir dann schon beim Thema, beim Albumtitel. 15 Jahre Rebellion kommt daher, dass sich die Band 2004 gegründet hat. Und jetzt haben wir das Jahr 2019. Somit besteht sie seit 15 Jahren und leistet seit 15 Jahren Rebellion. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier auch wieder in so einem Gelb-Gold den Namen der Band Unantastbar und dann 15 Jahre Rebellion stehen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier eine Vinyl mit A- und B-Seite. Insgesamt gibt es 10 Tracks und sie sind hier aufgeteilt. 5 auf der A-Seite und 5 auf der B-Seite. Jawohl, also hier die Tracklist. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits und einen Barcode. Das Ganze erschienen über Rookies und Kings. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier die Bandmitglieder, die 5 Herrschaften hier aufgereiht. Sieht aus wie eine veraltete oder verlassene Lagerhalle, Fabrikhalle. Und die 5 Herrschaften, die hier sitzen, sind Joachim, Christian, Thomas, Matthias und Florian. Also, das sind die Mitglieder der Band, die jetzt schon seit 15 Jahren hier rebellieren. Dann kommen wir zum Inhalt. Und zwar haben wir hier die Vinyl. Und zusätzlich zur Vinyl haben wir dann auch noch eine CD mit dabei. Wir starten wie immer mit der Vinyl. Und zwar schauen wir hier mal hinein. Jawohl. Also, das gefällt mir schon mal richtig gut. Wir haben hier eine weiße Vinyl in Splatter-Optik. Also hier kann man das sehen, vom Zentrum aus ziehen sich so goldene und schwarze Elemente, so wie so Blitze und so schwarze Sprenkel hindurch. Und das macht natürlich einiges her. Also generell in weiß eingefärbt wäre schon nicht schlecht. Gefällt mir auf jeden Fall besser als dieses klassische Schwarz. Aber so einen Splatter-Look hat man echt sehr selten bei Vinyls. Und da ist das echt etwas Besonderes in meinen Augen. So, Seite B lesen wir hier, das ist natürlich dann die Seite A, also die sind beschriftet. Dann packen wir die Vinyl mal wieder zurück in die Hülle. Und die Hülle, die ist auch sehr schön gestaltet, denn wir haben hier nicht nur die Tracks einfach aufgelistet oder durchnummeriert von 1 bis 10, sondern wir haben auch hier pro Track wirklich die gesamten Lyrics. Also hier haben wir wirklich die Infos Wort für Wort abgetippt, was hier auf dem Track so an Lyrics stattfindet. Und dann haben wir hier auch noch einmal die sozialen Medien bzw. Homepage und Shop verlinkt. Dann haben wir hier unten die Infos zur Band, also wer hier welche Rolle spielt. Okay. Und auf der Rückseite haben wir dann auch noch die restlichen Tracks plus dann hier noch die Album-Credits. Also rein von der Gestaltung her eine sehr gelungene
Hülle in meinen Augen, weil man hier echt die Lyrics hat, das hat man selten, und auch die gesamten Album-Credits auf einen Blick. Und dann haben wir auch noch das Ganze als CD. Bedeutet, die, die das Ganze nicht auf Vinyl hören wollen oder vielleicht keine Plattenspieler haben oder was auch immer, gibt es dann auch die CD-Variante. Ist dann auch praktisch, dass man das dann nicht nur auf die Vinyl angewiesen ist, sondern eben auch auf der CD anhören kann. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte CD zum Album und natürlich diese Vinyl hier mit A- und B-Seite mit insgesamt 10 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition 15 Jahre Rebellion von Unantastbar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unantastbar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.